Hallo, da wären wir wieder bei Alice Madness Returns. So, ich habe jetzt alles mal umgezogen. Das geht leider nur im Hauptmenü, deswegen muss ich hier bis hierhin nochmal nachspielen. Ist aber nicht sehr viel passiert. Ich habe die Schweineschnauze gefunden, die war unsichtbar. So. Einige versteckte Wege. Dann werde ich diese mal beschreiten hier. Auf unsichtbaren Pfaden läuft es sich am besten. Kann man hier nicht. Ah ja. Die sich drehende Brücke natürlich. So, mehr Zähne, die brauche ich für das letzte Upgrade der Pfeffermühle. Das vorletzte meine ich. Die Insan denn. Ein Millimeter zu weit. Das war so nicht geplant. Aber ich kann auch ganz mutig sein und hier drauf springen. Haha. Und dann wieder zurück. Da verlässt mich einfach meine Mitfahrgelegenheit. Das ist so nice. Nämlich nicht. So. Weiter. Noch mehr Karten. Und dann wieder ein Kartenauftrieb. Hui. Wow. Brumm. Super geil. Ah, Sekunde. Ist das hier außen? Nee, ich weiß es nicht. Könnte auch wieder unsichtbar sein. Die Schweineschnauze, ja, die sind mittlerweile unsichtbar. Aber was ein Radau hier die neue Pfefferfamilie macht auf dem Max-Level, die feuert halt viel schneller. Komm zurück. Herzass. Da wir jetzt so Spielkarten haben, ist auch begründet auf das, was uns noch erwarten wird. Bald. Der Sprung ins Unbekannte. Die Musik hier ist sehr entspannt. Wow, da geht die Karten einfach weg. Mein Gott. Schreckt mich nicht so. Und dieses Herz mit der Krone hat mich immer an Kingdom Hearts erinnert. Ist aber eigentlich so das Symbol der Herzkönigin. Der Karten, ihr Garten. Aber ich finde das schon sehr charming, ein Level-Design aus Spielkarten. Geht auf. Licht? Licht ist nutzlos, wenn das, was es beleuchtet, Schmerz und Leid verursacht. Besser man versenkt solche Dinge in den dunklen Tiefen der Lethe, dem Fluss des Vergessens. Lethe, der Fluss des Vergessens.
Schalter Nummer 1. Schalter Nummer 2. No, es schließt sich wieder. Wie war das nochmal? Ach, ey, von hier kam ich doch. Ich, Depp. Ich muss die beiden aktivieren und dann darüber über die Plattform. Ach, mit dem Pilz hier, ne? Aber da ist keiner. Aber der taucht dann auf. Ne, da waren die Blumen. Das sind so Überreste. Ups. Ja doch, ich muss das mit den unsichtbaren Plattformen machen. So viel dazu. Klappt hervorragend. Müsste doch dann eigentlich runterfahren, oder sehe ich das falsch? Was macht die denn? Die ist dafür zuständig, dass es aufbleibt. Die geht aber trotzdem zu. Und die lässt die Plattform runter. Passt nicht. Ich bin zu langsam. Das funktioniert so nicht. Nochmal versuchen. Das braucht alles zu lang. Irgendwas mache ich falsch. Ich weiß noch nicht was. Aber die Herangehensweise ist falsch. Wunderschön. Ich liebe es, wenn das passiert. Genau, jetzt und nicht hier. Das ist so gut. Ah, wundervoll. Das ist ziemlich geil. Fährt die Plattform so oder so runter? Nee, dafür muss ich den Schalter aktivieren, eben. Ich glaube, es macht aber mehr Sinn, den Hasen darauf zu legen. Bewegt es sich trotzdem, wenn ich von der Plattform wieder runtergehe? Natürlich nicht. Das heißt, es macht schon Sinn, so wie ich das gemacht habe. Die Plattform hoch und runter fährt. Beziehungsweise die Plattform bleibt unten. Ach so. Ich bin ja auch selten dämlich. Ich kann den Hasen auch so zum Explodieren bringen. Muss nicht warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Das ist echt doof. Weckert sich halt ständig. So.
Tür. Dann schaffe ich es auch. Hey, say goodbye. Ich glaube, nach der Folge ist echt wirklich Schluss für heute. Nämlich alles schon wieder 3 Stunden am Stück auf und saug einfach mich komplett leer. Los, gib Gas. Aber trotzdem schaffe ich es irgendwie nicht. Doch. Gerade so. Aber egal, geschafft ist geschafft. Mehr schlecht als recht, aber gut. Das ist voll frech, ne? Ich wieder die Hose gemacht habe, als ich gedacht habe, okay. Ja, ich fall da rot durch, nein. Alles nur ein Trick. Ich hab's auch so geschafft. Halt, ich höre eine Schweineschnauze. Hab ich dich. Auf X, nicht auf B. B, 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 B. So. Jetzt aber. Und Kavusch. Einmal hier runter. Leute mit schwachen Herzmuskeln ist das hier nichts. So Angst haben musst, dass du in den Abgrund fällst. Ah, nochmal. Der Pilz. Und ab nach oben. So, ab runter. Bäh. Lupfrig ist das hier alles. Im Wasteland. Wieder. Ah. Wieder wird mir der Arsch flambiert. Uff. Ah, Jürgen. Oh Gott, hier lang. Na, Eis, 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 Eis. Jo, hab ich. Das so überhellt hier. Ich sehe kaum was. Tadam. Und weiter geht's. Kurzer Zwischenstopp. Von der Fahrt hier runter. Gott. Bam, bam, bam. Leider nicht. Whee. Tot. Das macht nichts. Denn ich darf nochmal. Das ist die nervigste Talfahrt, die ich je gemacht habe.
Also ich hoffe, ja, das war klar. Ich hoffe mal, dass im Nachfolge gewisse Elemente, die halt super, weiß ich nicht, unnütz, störend, nervig, keine Ahnung, sind wie diese Rutschpartien hier, dass die nicht mehr drin sind, weil ich fand das nicht aufregend. Ich fand das nicht, ich finde sowas nicht spannend und herausfordernd irgendwie auch nicht. Also nichts mehr störend, als dass es Spaß macht. So, und da ich gestorben bin, darf ich das hier nochmal einsammeln. Okay, nochmal. So. 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 Da muss ich rüber. So. Gekommen, um dein Werk zu bewundern, kehrst an den Ort des Verbrechens zurück. Es musste sein, Katze, du hast es selbst gesagt. Du und die Rote Königin, ihr könnt nicht beide überleben. Sie ist ein Krebsgeschwür in deinem Körper. Töte sie oder geh unter. Ja, sie war das Gesicht des Bösen im Herzen der Finsternis. Sie war letztes Mal nicht nett zu dir, hast doch deinen Kopf verloren. Sie war völlig verstört. Du hast ihre Krone an dich genommen. Aber jetzt hast du sie abgesetzt. Du musst mit ihr sprechen, mit dem, was von ihr übrig ist. Königinland. Das ist einfach so, das. Also das ist hier das geilste Level-Design in ganz Alice Madness Returns. Das ist halt sowas von Tim Burton-esque. Das ist so geil. Oh, ich mag's. Die rote Königin. Ah! Jetzt zerfällt alles. Oh Gott. Ja, das weiß ich. Sollten trotzdem aber mal kurz talken. Ja, ich glaube, wenn man Alice, beziehungsweise American McGee's Alice kennt, werden die Dinge hier einem auch etwas klarer. Ich habe das Spiel auch zwar gespielt, habe es aber leider nicht durchgezockt. Ich habe mitten im Spiel irgendwann aufgehört. Aber einige Sachen, denke ich mal, werden dann schon Sinn machen. Deswegen werden wir das auch zusammen auch nochmal spielen, den Vorgänger, nachdem ich das hier beendet habe. Chronologisch nicht sehr sinnvoll, ich weiß, aber ich habe das Originalspiel auch noch für die Xbox 360, darauf werden wir das dann spielen. Das gab es ja damals als Download für alle, die sich das Spiel auf der Xbox 360 oder PS3 gekauft haben. Als Download-Titel. Und da ich die 360-Version habe, habe ich somit auch den Vorgänger. Den du heute auch nicht mehr für so wenig Geld bekommst, beziehungsweise ich glaube nicht, dass der unter Windows 10 läuft. Kann aber auch sein, dass ich Mumpets erzähle, weiß ich nicht. Eine Schweineschnauze geholt? Ah, da. Ganz in der Ferne. Verdammt, muss ich doch nochmal zurück. Ich möchte gerne das haben. Eigentlich war ich schon auf dem Weg zu gehen. Aber in dem Fall mache ich meine Ausnahme. Und das Kleid, was man hier nach dem Level hier bekommt, das ist ziemlich cool. Bin ich durchaus für die Monarchie. Sicher ist die Königin sehr gut in dem, was sie tut, was immer das ist. Aber ist sie nicht auch ein Individuum, so wie wir? Ja, Königin ist auch nur ein Mensch. Ein Mensch mit Wünschen, Träumen und Ansprüchen. Oh geil. Lass ich am liebsten in diesem Spiel mich in den Tod stürzen. Hab ich das jetzt oder darf ich das nochmal machen? Warum ist der Resetpunkt eigentlich hier? Es gibt Dinge, die muss man nicht verstehen. Nein, ich darf es nochmal machen. Wundervoll. Danke, Plattform.
Das macht Spaß. Das ist gut. Prinzipiell bin ich durchaus für die Monarchie. Sicher ist die Königin sehr gut in dem, was sie tut, was immer das ist. Aber ist sie nicht auch ein Individuum, so wie wir? Sie ist gut in dem, was sie macht. Lasset mich herein. Hallo. Jetzt kommen die richtigen Kartenmacher, ja. Jetzt kommen die richtigen Kloppergegner in dem Spiel. Die sind die Pest, diese Gegner. Alle muss man nochmal draufholzen. Und es sind viele immer. Du kannst sie echt nur töten, wenn du halt draufschlägst. Ich finde den Design super geil. Ich habe ja auch einen kalten Soldaten bei mir auf dem Unterarm tätowiert. Gibt auch später welche, die haben Waffen. Das ist nur die Vorhut. Diddle-dum und diddle-dai. Das ist alles hier so scary, kaputt und ekelhaft. Ich liebe es. This is wonderful. Geht's hier prinzipiell weiter, oder? Das Rote Königreich liegt in Trümmern, aber du bist auch nicht gut dran. Als du sie besiegt hast, versuchte ich das Schloss wieder zu erlangen. Aber ihre Ungetüme griffen mich an. Die heimtückische Hure herrscht noch immer. Ich habe eine Bitte an sie. Ich muss unbedingt hinein. Der einzige Weg hinein führt durch mich. Dazu muss man Opfer bringen. Wer das sagt, meint meist, dass die anderen Opfer bringen müssen. Zynismus ist eine Krankheit, aber heilbar. Nimm dich drinnen in Acht vor dem kolossalen Killer, der dort patrouilliert. Greife ihn nicht an. Er ist unbesiegbar. Nun, schneide mich los. Ich zeige dir, was ein Opfer ist. Okay. Dann werden wir ihn losschneiden. Fiel doch gerade ein, wieder welchen Wächter er meint. Und dieses Vieh ist kein Spaß. Ich will nicht zu viel verraten, aber... Den sieht man auch in manchen Artworks, glaube ich. Von dem Spiel. Ein Stück Wand. Super cool. Da. Sekunde. Da ist noch ein Zahn. Wenn ich hier bin, nehme ich den mal mit. So. Körbchen. Geil. Die rote Königin. Rot wie die Lieben. Plattform Nummer 3. Halt. Stehen geblieben. Sie führt mich nur zurück. Na schön. Stand da. Körbchen da lang. Okay. Das weiß ich auch so. Nee. Ist halt doof, wenn du nicht sehen kannst, ne? Kann auch schon mal sein, dass du dann in den Abgrund fällst. Aber hey. Alles halb so wild.
Halt nur Mini-Werbung. Wie war das noch? Da. Losgeschnitten. Tolles Porträt. Sie nicht liebreizend? Jedes Bild erzählt eine Geschichte. Als kleines Mädchen hättest du kein Buch ohne Bilder akzeptiert. Totenkopf. Wie gesagt, das Level-Design hier, das ist super. Diesen diffusen Licht, die Musik. Sehr stimmig alles. Meet the Red Queen. Gunz, Gunz, ist wieder unsichtbar. Aus da so. Hier drin. Ach da. Aha. Kein Bärenfell vorm Kamin, kein Elchgeweih an der Wand, keine taxidermischen Grässlichkeiten im Haus. Achtet die Würde der Kreatur. Der Kreatur. Pilz hier. So, jetzt einmal komplett zurück. Der brüllt schon was. Hier mit den Kerzen und alles. Sehr stimmungsvoll. Ja. Sie schon lacht. Widerlich. Ich verstehe nicht, warum Elsie manchmal hier so rumeiert. Seht ihr das? Das ist ein lustiger Fehler. Und nochmal, komm, was Schönes. So, da würde ich gerne lang. Danke. Den Kopf ihr ab. Nein, diesmal werden wir unseren Kopf nicht verlieren. Aber diesmal machen wir erstmal Schluss für heute.
in dieser Folge Alice in Madness Returns. Da ich gerade so viel extrem Bock habe in diesem Areal, weil es einfach so viel geiler ist als bisher, werde ich nochmal eine Folge aufnehmen, aber dann ist auch Schluss für mich. Aber wenn ihr das seht, ist schon alles gesagt. Hier, Totenkopf, Achtung. Hier geht's richtig ab. Und ja, in der nächsten Folge begeben wir uns dann weiter und versuchen, die Rote Königin zu finden. Also, bis zum nächsten Mal bei Alice in Madness Returns.